Der Durchbruch, es wurde eben schon angesprochen für dich, kam letztes Jahr so ein bisschen. Wie ist das denn mittlerweile? Wie fühlt sich das an, den jungen Spielern beim Balltragen zuzuschauen und nicht mehr selber die Bälle zu tragen? Ja, ist somit das Beste, was sich daraus ergeben hat. Ja, ist natürlich ein schönes Gefühl, jetzt einfach in der Hierarchie auch so ein bisschen gestiegen zu sein und ja, freut mich. Wie gehst du damit um, dass der Fokus jetzt wirklich auch mehr und mehr auf dir liegt? Das war vor einem Jahr noch nicht so. Ja gut, ist natürlich für meine Entwicklung auch besser, dass ich mich nicht mehr so hinter, weiß ich nicht, Thomas oder sonst wem im Mittelfeld verstecken kann, sondern ich möchte einfach selber vorangehen, möchte selber Verantwortung übernehmen und das sehe ich jetzt auch so als meinen nächsten Entwicklungsschritt, den ich gehen muss. Köln, morgen der Gegner, was erwartest du von der Partie? Ja, sind natürlich zwei Mannschaften, ich weiß jetzt nicht, wie lange Köln hier schon war, aber natürlich zwei Mannschaften, die aus dem Trainingslager kommen. Ich denke auch, dass die Spielzeiten dementsprechend angepasst sein werden, aber trotzdem erwarte ich natürlich gerade bei Köln auch eine Mannschaft, die eigentlich auch Erstliga-tauglich ist und dementsprechend wird das, denke ich, der erste wirkliche Gradmesser, so richtig und ja, wir wollen die Partie natürlich für uns entscheiden.